GH5 vs. GH5S. Auch wenn es optisch fast gleiche Kameras sind, haben sie doch einige Unterschiede. Welche das sind, zeigen wir euch im heutigen Video. Wir haben das Video in zwei Teile aufgeteilt. Den ersten Teil seht ihr jetzt hier auf meinem Kanal. Und zum zweiten Teil kommt ihr am Ende dieses Videos. Den findet ihr dann auf dem Kanal von Hendrik to Review. Welche dieser beiden Kameras es tatsächlich sein soll, ist vor dem Kauf eine meistgestellte, aber berechtigte Frage. Auf den ersten Blick, so rein optisch, wie wir schon festgestellt haben, ist bis auf die wenigen roten Akzente kaum ein Unterschied zu sehen. Sowohl das Gehäuse als auch die Anschlüsse an beiden Kameras sind baugleich. Vor allem der vollwertige HDMI-Anschluss ist super, um ohne Adapter einen externen Monitor oder einen Recorder anzuschließen. Ein weiterer Unterschied ist natürlich das sehr flache Farbprofil V-Log von Panasonic. Dieses ist für beide Kameras verfügbar, allerdings bei der GH5S schon nativ direkt beim Kauf aktiviert. Bei der GH5 hingegen muss es für gesatte 100 Euro dazu gekauft werden. Und das ist auf jeden Fall etwas, was man beim Kauf auf jeden Fall berücksichtigen muss, dass das flache Farbprofil, was viele für ein professionelles Color Grading gebrauchen können, hier nochmal extra 100 Euro kostet. Neben dem bereits vorher aktivierten Farbprofil V-Log wurde auch noch an den Farben, welche die GH5 aufzeichnet, gearbeitet. Dies fällt besonders bei den Hauttönen auf. Diese wirken noch einmal etwas natürlicher als bei der etwas älteren GH5. Der Unterschied ist allerdings minimal und fällt meist erst im direkten Vergleich auf. Beide Testaufnahmen wurden übrigens mit den gleichen Einstellungen gemacht. Einer der größten Unterschiede beider Kameras ist, dass die GH5 einen integrierten Bildstabilisator hat, womit sich auch freihand problemlos Aufnahmen fast wie von einer Steadicam machen lassen. Dies funktioniert durch ein intelligentes Zusammenspiel zwischen der Sensorstabilisierung in der Kamera und dem Bildstabilisator in einem kompatiblen Objektiv. Hierbei kommunizieren die beiden Bildstabilisatoren, um ein möglichst stabiles Video aufzuzeichnen. Ein weiterer Vorteil eines stabilisierten Sensors ist natürlich der, dass wenn man ein nicht stabilisiertes Objektiv wie zum Beispiel das 25mm f1.7 Objektiv von Panasonic besitzt, trotzdem eine einfache Bildstabilisierung möglich ist. Hier ist man bei der GH5S auf jeden Fall auf einen Gimbal oder eine ruhige Hand angewiesen. Objektive mit einem eingebauten Bildstabilisator funktionieren aber natürlich auch wie gewohnt an der GH5S. Ein weiterer Unterschied der beiden Kameras liegt in der Fotoauflösung. Die GH5 hat einen 20-Megapixel-Sensor, wiederum die GH5S nur einen 10-Megapixel-Sensor hat. Wer also viel Wert darauf legt, Fotos und Videos mit einer Kamera machen zu können, der ist mit der GH5 eindeutig besser beraten. Wir wollen euch nicht in die Irre führen, zweifelsohne sind auch Fotoaufnahmen der GH5S durchaus brauchbar. Führt man sich vor Augen, dass die GH5S lediglich mit einem 10-Megapixel-Sensor ausgestattet ist, ist es klar, dass vor allem für die Weiterverarbeitung diese Aufnahmen, zum Beispiel für A3-Ausdrücke oder für andere Bereiche, bei denen es auf eine maximale Auflösung ankommt, mit der GH5 nicht mithalten kann. Liegen vor allem im Bereich Fotografie deine Ansprüche nicht besonders weit oben, so reichen Aufnahmen der GH5S zum Beispiel für Instagram oder private Urlaubsfotos alle Male. Selbst wenn man Aufnahmen beider Kameras mit einem Blick vergleicht, fällt kein signifikanter Unterschied auf. Sogar die Farbwiedergabe ist, wenn man das gleiche Objektiv und die gleichen Kameraeinstellungen verwendet, fast identisch. Erst wenn man es drauf anlegt und in beide Bilder reinzoomt, fällt im Detail doch ein sichtbarer Unterschied auf. Außerdem fällt der Bildausschnitt der GH5 ein wenig kleiner aus als der seines Kollegen. Dadurch, dass bei der GH5S der Bildstabilisator fehlt, ist deshalb auch ein etwas größerer Sensor möglich. Somit habt ihr, wenn ihr das gleiche Objektiv an beiden Kameras verwendet, bei der GH5 immer einen etwas größeren Bildausschnitt und auch etwas mehr Bokeh. Beide Kameras eignen sich ausgesprochen gut für Slow-Motion-Aufnahmen, allerdings schafft die GH5S hier 240 Bilder pro Sekunde und die GH5 nur 180. Schaut man sich die Slow-Motion-Aufnahmen beider Kameras an, fällt wie zu erwarten kein Unterschied auf. Nur macht sich die Differenz von 60 Bildern pro Sekunde durchaus deutlich bemerkbar und das ganz besonders bei sehr schnellen Bewegungen. So machen genau da die 60 Bilder die Sekunde mehr doch einen deutlichen Unterschied und verstärken den Slow-Motion-Effekt um ein ganzes Stück. Auch wenn man mit 240 FPS der GH5S definitiv gut beraten ist, reichen für jeden normalen Einsatzort der Kamera auch 180 Bilder der GH5 auf jeden Fall aus. Im Hinterkopf halten sollte man sich allerdings, dass bei beiden Kameras aufgrund der erhöhten Rechenleistung der Autofokus im Slow-Motion-Modus deaktiviert ist.
So viel dazu. Vielen Dank, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Weiter geht's jetzt auf meinem Kanal mit dem zweiten Teil des Videos. Das Video ist jetzt nochmal hier verlinkt und außerdem findet ihr es nochmal unten in der Videobeschreibung. Bis gleich.